des Internets, also wer ordentlich geklickt wird, der überlebt. Das hat ja dazu geführt, dass immer mehr Leute immer lauter schreien. Es gibt ja fast schon ein eigenes Genre. Fast jeder leistet sich heute eine Art Wutkolumnisten, der über dies und das schwadronieren darf und endlich mal das ausspricht, was keiner sagt. Ich denke da zum Beispiel an diesen Menschen mit dem roten Irokesenschnitt oder an diverse Spiegel-Online-Schreiber. Thomas Fischer, Richter am Bundesgerichtshof, ist im Prinzip auch so einer, nur dass es bei ihm weniger schrill und vor allem sehr viel kenntnisreicher zugeht. In seiner Kolumnenserie Fischer im Recht spricht er über so manches Missverständnis und erklärt durchaus unterhaltsam die Juristerei. Jetzt hat er ein Buch vorgelegt mit gesammelten Kolumnen, ist am Telefon. Herr Fischer, haben wir Deutschen eigentlich eine besondere Ehrfurcht gegenüber den Gesetzen und dem Recht? Eine besondere Ehrfurcht kann man nicht sagen, nein. Aber natürlich ist die deutsche Bevölkerung im Durchschnitt sehr rechtstreu, glaube ich, und hat vor allen Dingen ein relativ hohes Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der Gesetze und in die Legitimität. Aus welchem Impuls entstehen denn Ihre Kolumnen über das Recht und auch Ihr Buch? Ärgern Sie sich so häufig über das Rechtssystem? Nein, das kann man so nicht sagen. Der Impuls ist eigentlich eher der Wunsch, Recht und insbesondere Strafrechte, was ja mein Thema ist, einer breiteren Leser- und Interessentenschicht in einer, sagen wir mal, populären und nicht wissenschaftlichen Weise nahezubringen. Und das Recht eigentlich zu erklären, dass das sich natürlich dann häufig an aktuellen Fragen und auch Fragen, die streitig sind, festmacht. Das liegt sozusagen in der Natur der Sache und auch in der Natur dieses Kolumnenformats. Sie sprechen das an. Unterschiedliche Auffassungen gibt es ja. Wir erleben in Europa unterschiedliche Vorstellungen von Recht, zum Beispiel was Flüchtlinge angeht. Sie sagen in dem Buch, wir machen uns der unterlassenen Hilfeleistung schuldig, wenn wir Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Manche werden da doch eine ganz andere Auffassung haben in Europa. Ist das nicht auch ein großes Problem? Das ist sicherlich ein Problem, wobei die unterlassene Hilfeleistung natürlich jetzt ein rechtstechnischer Begriff ist. Es geht ja in der Kolumne häufig darum, dass ich rechtstechnische Begriffe oder eigentlich fachliche Strukturen versuche, in einer allgemeinen gesellschaftlichen oder soziologischen oder rechtspolitischen Weise auszuweiten und den Blick ein wenig über den Tellerrand des engen Rechts hinauszurichten und dann Fragen zu stellen, die manche natürlich für überraschend halten. Also etwa in der Frage der Unterlassungsdogmatik könnte man ja auf die Idee kommen, dass Regierungen beispielsweise durchaus verantwortlich sind für das, was draußen auf dem Meer passiert. Und wenn die Bekämpfung des Schlepperunwesens, um das Beispiel zu nennen, dadurch geschieht, dass Hilfsschiffe abgezogen werden, daraus dann natürlich folgt, dass eine größere Anzahl von Menschen ertrinkt, dann ist das ja immerhin so nah bei uns und so nah bei unserer Verantwortlichkeit, dass man danach mal fragen kann. Sie sind ja auch Richter am Bundesgerichtshof. Wie hat denn diese Tätigkeit Ihre Sicht auf den Menschen verändert und vielleicht geprägt? Also ich würde jetzt die Tätigkeit am Bundesgerichtshof, also als Mitglied eines Revisionssenats, nicht besonders hervorheben. Natürlich ist die Tätigkeit als Richter, ich bin ja seit 35 Jahren schon Strafrichter, diese Tätigkeit prägt natürlich auch das Weltbild und prägt die Vorstellung von Menschen und von den Voraussetzungen menschlichen Zusammenlebens natürlich in einer bestimmten Weise wie jeder andere Beruf auch. Aber so diese Tatsache, dass es eben das Böse gibt, die Möglichkeit zum Bösen im Menschen, mit der ist man ja doch häufig konfrontiert als Strafrichter. Mit der ist man häufig konfrontiert. Wenn man daraus natürlich den Schluss zieht, dass sozusagen der Mensch an und für sich ein böses Wesen sei oder ein Wesen, dem man nicht trauen kann, dann wäre das nach meiner Ansicht falsch. Ich denke, ein guter Strafrichter sollte die Menschen mögen. Also die Menschen gern haben und sich um Menschen kümmern. Auch in den verschiedenen Rollen, die sie einnehmen können im Zusammenhang mit Strafrecht. Was müssten wir als Gesellschaft vielleicht verändern in unserem Umgang mit Recht? Müssten wir da vielleicht ein bisschen neugieriger sein oder haben Sie da eine bestimmte Forderung? Neugier kann auf gar keinen Fall schaden. Ich glaube, wir müssten mehr erkennen, dass und wie das Recht gemacht wird und dass wir alle dafür verantwortlich sind. Und zwar jeder dafür verantwortlich ist und nicht nur ein Gesetzgeber, der irgendwelche Worte ins Gesetzblatt schreibt, sondern dass für die Geltung und für die Legitimität und für die Fortentwicklung des Rechts die ganze Gesellschaft
verantwortlich ist in dem Sinne, dass Recht halt sozusagen in der Anwendung ja erst entsteht und fortentwickelt wird und dass die Begriffe sich dauernd verändern. Und das wäre eine sehr, nach meiner Ansicht, eine sehr wichtige Einsicht für viele Menschen zu sehen, dass Recht unmittelbar was mit Demokratie und mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Ich möchte zum Schluss noch nach einem bemerkenswerten Satz fragen. Sie schreiben im Vorwort des Buches, Kinder haben ein wunderbares Verständnis vom Strafen. Da bin ich gestockt. Ist das wirklich Ihr Ernst? Ja, ich glaube eigentlich schon, jedenfalls in dem Sinne, in dem ich das gemeint habe, als ich das Vorwort schrieb. Ich meinte damit, dass Kinder ja sagen schon eine Vorstellung davon haben, dass das Übel irgendwie vergolten werden soll oder dass ein jemand, der was Böses tut, irgendwie bestraft werden soll. Aber ich glaube, ich habe irgendwie den Eindruck jedenfalls, dass Kinder im Grundsatz dieses Strafbedürfnis nicht als eine Art Vernichtungsbedürfnis sehen. Also ich meine, mit wunderbarer Vorstellung vom Strafen meine ich eine Vorstellung vom Strafen, bei der am Ende alles wieder gut ist. Bei der man am Ende sozusagen dann am Ende des Tages beruhigt ins Bettchen geht und alles ist wieder gut. Besten Dank für das Gespräch. Thomas Fischer war das, Richter am Bundesgerichtshof, Titel seines Buches, das gerade erschienen ist. Ertrinkt, dann ist das ja immerhin so nah bei uns und so nah bei unserer Verantwortlichkeit, dass man danach mal fragen kann. Sie sind ja auch Richter am Bundesgerichtshof. Wie hat denn diese Tätigkeit Ihre Sicht auf den Menschen verändert und vielleicht geprägt? Also ich würde jetzt die Tätigkeit am Bundesgerichtshof, also als Mitglied eines Revisionssenats, nicht besonders hervorheben. Natürlich ist die Tätigkeit als Richter, ich bin ja seit 35 Jahren schon Strafrichter, diese Tätigkeit prägt natürlich auch das Weltbild und prägt die Vorstellung von Menschen und von den Voraussetzungen menschlichen Zusammenlebens natürlich in einer bestimmten Weise wie jeder andere Beruf auch. Aber so diese Tatsache, dass es eben das Böse gibt, die Möglichkeit zum Bösen im Menschen, mit der ist man ja doch häufig konfrontiert als Strafrichter. Mit der ist man häufig konfrontiert. Wenn man daraus natürlich den Schluss zieht, dass sozusagen der Mensch an und für sich ein böses Wesen sei oder ein Wesen, dem man nicht trauen kann, dann wäre das nach meiner Ansicht falsch. Ich denke, ein guter Strafrichter sollte die Menschen mögen. Also die Menschen gern haben und sich um Menschen kümmern. Auch in den verschiedenen Rollen, die sie einnehmen können im Zusammenhang mit Strafrecht. Was müssten wir als Gesellschaft vielleicht verändern in unserem Umgang mit Recht? Müssten wir da vielleicht ein bisschen neugieriger sein oder haben Sie da eine bestimmte Forderung? Neugier kann auf gar keinen Fall schaden. Ich glaube, wir müssten mehr erkennen, dass und wie das Recht gemacht wird und dass wir alle dafür verantwortlich sind. Und zwar jeder dafür verantwortlich ist und nicht nur ein Gesetzgeber, der irgendwelche Worte ins Gesetzblatt schreibt, sondern dass für die Geltung und für die Legitimität und für die Fortentwicklung des Rechts die ganze Gesellschaft verantwortlich ist in dem Sinne, dass Recht halt sozusagen in der Anwendung ja erst entsteht und fortentwickelt wird und dass die Begriffe sich dauernd verändern. Und das wäre eine sehr, nach meiner Ansicht, eine sehr wichtige Einsicht für viele Menschen zu sehen, dass Recht unmittelbar was mit Demokratie und mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Ich möchte zum Schluss noch nach einem bemerkenswerten Satz fragen. Sie schreiben im Vorwort des Buches, Kinder haben ein wunderbares Verständnis vom Strafen. Da bin ich gestockt. Ist das wirklich Ihr Ernst? Ja, ich glaube eigentlich schon, jedenfalls in dem Sinne, in dem ich das gemeint habe, als ich das Vorwort schrieb. Ich meinte damit, dass Kinder ja sagen schon eine Vorstellung davon haben, dass das Übel irgendwie vergolten werden soll oder dass ein jemand, der was Böses tut, irgendwie bestraft werden soll. Aber ich glaube, ich habe irgendwie den Eindruck jedenfalls, dass Kinder im Grundsatz dieses Strafbedürfnis nicht als eine Art Vernichtungsbedürfnis sehen. Also ich meine, mit wunderbarer Vorstellung vom Strafen meine ich eine Vorstellung vom Strafen, bei der am Ende alles wieder gut ist. Bei der man am Ende sozusagen dann am Ende des Tages, weil natürlich ist die deutsche Bevölkerung im Durchschnitt sehr rechtstreu, glaube ich, und hat vor allen Dingen ein relativ hohes Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der Gesetze und in die Legitimität. Aus welchem Impuls entstehen denn Ihre Kolumnen über das Recht und auch Ihr Buch? Ärgern Sie sich so häufig über das Rechtssystem? Nein, das kann man so nicht sagen. Der Impuls ist eigentlich eher der Wunsch, Recht und insbesondere Strafrechte, was ja mein Thema ist, einer breiteren Leser- und Interessentenschicht in einer, sagen wir mal, populären und nicht wissenschaftlichen Weise nahezubringen.
und das Recht eigentlich zu erklären, dass das sich natürlich dann häufig an aktuellen Fragen und auch Fragen, die streitig sind, festmacht. Das liegt sozusagen in der Natur der Sache und auch in der Natur dieses Kolumnenformats. Mhm. Sie sprechen das an, unterschiedliche Auffassungen gibt es ja. Wir erleben in Europa unterschiedliche Vorstellungen von Recht, zum Beispiel was Flüchtlinge angeht. Sie sagen in dem Buch, wir machen uns der unterlassenen Hilfeleistung schuldig, wenn wir Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Manche werden da doch eine ganz andere Auffassung haben in Europa. Ist das nicht auch ein großes Problem? Das ist sicherlich ein Problem, wobei die unterlassene Hilfeleistung natürlich jetzt ein rechtstechnischer Begriff ist. Es geht ja in der Kolumne häufig darum, dass ich rechtstechnische Begriffe oder eigentlich fachliche Strukturen versuche, in einer allgemeinen gesellschaftlichen oder soziologischen oder rechtspolitischen Weise auszuweiten und den Blick ein wenig über den Tellerrand des engen Rechts hinauszurichten und dann Fragen zu stellen, die manche natürlich für überraschend halten. Also etwa in der Frage der Unterlassungsdogmatik könnte man ja auf die Idee kommen, dass Regierungen beispielsweise durchaus verantwortlich sind für das, was draußen auf dem Meer passiert. Und wenn die Bekämpfung des Schlepperunwesens, um das Beispiel zu nennen, dadurch geschieht, dass Hilfsschiffe abgezogen werden, daraus dann natürlich folgt, dass eine größere Anzahl von Menschen ertrinkt, dann ist das ja immerhin so nah bei uns und so nah bei unserer Verantwortlichkeit, dass man danach mal fragen kann. Sie sind ja auch Richter am Bundesgerichtshof. Wie hat denn diese Tätigkeit Ihre Sicht auf den Menschen verändert und vielleicht geprägt? Also ich würde jetzt die Tätigkeit am Bundesgerichtshof, also als Mitglied eines Revisionssenats, nicht besonders hervorheben. Natürlich ist die Tätigkeit als Richter, ich bin ja seit 35 Jahren schon Strafrichter, diese Tätigkeit prägt natürlich auch das Weltbild und prägt die Vorstellung von Menschen und von den Voraussetzungen menschlichen Zusammenlebens natürlich in einer bestimmten Weise wie jeder andere Beruf auch. Aber so diese Tatsache, dass es eben das Böse gibt, die Möglichkeit zum Bösen im Menschen, mit der ist man ja doch häufig konfrontiert als Strafrichter. Mit der ist man häufig konfrontiert. Wenn man daraus natürlich den Schluss zieht, dass sozusagen der Mensch an und für sich ein böses Wesen sei oder ein Wesen, dem man nicht trauen kann, dann wäre